Freitagsmorgens traditionell die Inter 2. Das ist hier bei den Horses and Dreams 2015 nicht anders. Und es gab einen strahlenden Sieger. Sönke Rotenberger hat gewonnen. Und wir wollen mal was Spannendes machen, nämlich, dass der Papa mal den Ritt vom Sohnemann kommentiert. Sven, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Lässt der Sohn sich denn was sagen von dir? Ja, normal lässt er sich schon was sagen. Aber wir haben das so gelöst, dass wir das jahrelang gemacht haben. Aber Sönke trainiert jetzt zusammen mit Anki van Grunsven zurzeit in Holland. Und das ist schon für uns dann als Eltern ein bisschen entspannter. Dann schauen wir uns einfach mal an, was er gemacht hat, denn er hat ja gewonnen. Genau. So, wir wollen uns jetzt mal anschauen, was der Sohnemann gemacht hat mit Cosmo, 8-jährig. Vielleicht kannst du da zu dem Pferd gerade noch was sagen. Ja, Cosmo haben wir 4-jährig bei Bert Rutten in Holland gekauft. Das heißt, ich kannte die Mutter von Cosmo. Das heißt, sie war eine sehr erfolgreiche Stute schon. Und Cosmo ist mittlerweile das dritte Pferd aus dieser Stute, der im Grand Prix Sport läuft. Also lange bei euch und ihr kennt das Pferd schon lange. Wie lange ist Sönke schon mit dem Pferd unterwegs? Ja, Cosmo wurde schon immer von Sönke auch mitgeritten, weil Sönke eben immer Spaß auch an jungen Pferden hatte. Und intensiv auf Turnier hat er ihn ab 6-jährig vorgestellt, ersten M-Dressuren gewonnen, 7-jährig auf die Europameisterschaft gekommen. Von 20 Starts hat er 18 Siege 7-jährig gehabt. Und ja, es ist sein Pferd. Jetzt trainiert er ja auch in den Niederlanden, weil er da ja auch lebt. Jetzt habt ihr so wenig Zugriff auf ihn, aber Anki van Grunsven ist die tolle Trainerin. Genau, Anki, früher unsere Mitbewerberin und auch Teamgefährtin. Wir sind ja mit ihr, meine Frau und ich, auch im Team geritten. Und Sönke, eben halb Holländer durch meine Frau, studiert zurzeit in Nijmegen. Und da lag es nahe, dass er auch in Holland trainiert und das macht er jetzt bei Anki. Gut, und dann geht es dann auch zur Sache. Dann schauen wir uns mal an, wie diese Inter 2 zu reiten ist. Da geht es jetzt mit dem Einreiten los. Genau, hier ist es ganz wichtig, die Grundqualität der Galoppade. Das ist hervorragend, dass die Anlehnung in Ruhe ist, dass das Pferd, jetzt sieht man es von vorne. Hier sieht man, er ist leicht schief. Das ist natürlich dann nicht mehr mit gut zu bewerten. Aber die Grundqualität ist auch wichtig der Gänge. Schön angetrabt, jetzt geht's linke Hand. Und jetzt kommt sicherlich das erste Highlight von Cosmo, ein starker Trab. Und so will man es eigentlich haben, die Nase vor der Senkrechten, ein schwingender Schweif, aktives Hinterbein. Ja, einfach schön anzusehen. Und was Tolle bei ihm ist, dass er auch eine riesen Kadenz in der Trabverstärkung hat. Also es ist nicht ein Pferd, das nur schnell wird, sondern sehr kadenziert auch geht. Sehr schön, Rechtstrabersale jetzt. Er lässt sich auch sehr gut zurückführen auch wieder. Genau, die Übergänge sind ja auch sehr wichtig. Auch eine schöne Linkstraversale und das gleiche jetzt wieder nach rechts. Schön symmetrisch eingeteilt, immer bis zur Viertellinie. Du hast das Ganze ja schon außen natürlich auch live gesehen. Siehst du das jetzt mit anderen Augen, wenn man es nochmal sieht? Ich gucke es nochmal im Detail, wenn man am Rand steht. Jetzt nur um das mal zu sagen, das ist natürlich ein Highlight. Hier kam er eben sehr schön zurück in die Passage mit viel Kadenz. Und auch jetzt ein schöner Übergang in die Piaffe, leichte Vorwärtstendenz, die auch hier in dieser Prüfung erlaubt ist. Er setzt sich schön, wird aber frei auch in der Schulter. Das ist sicherlich, wenn das ein paar Mal von den Richtern auch wiederholt gesehen wird, werden sie sicherlich das mit ganz, ganz hohen Noten bewerten, weil sowas hat man mit dieser Leichtigkeit sehr, sehr selten. Da kann man eine 9 geben. Das kann man geben. Man sollte es auch in vielen Fällen geben. Hier ist er jetzt vielleicht ein bisschen viel nach vorne, aber die Grundtendenz, das ist ja die Inter 2, das ist die erste Prüfung auf dem Niveau in Richtung Grand Prix. Rein in die Piaffe, raus, etwas nach vorne, aber jetzt wieder ganz kadenziert in der Passage, ganz gleichmäßig im Hinterbein und das Vorderbein immer in die Waagrechte kommt. Sowas sieht man sehr, sehr selten. Und jetzt beginnt er auch mit einem sehr guten Schritt, also man muss vorsichtig sein, sehr gut, es ist sicherlich ein guter Schritt, er tritt schön über, man sieht zu jeder Zeit das V, wäre bis jetzt eine hohe Note, aber da scheut er einmal, das verzeiht man ihm sehr gerne, ist ein junges Pferd, er war das letzte Mal vor 8 Monaten auf Turnier an der Deutschen Meisterschaft, als er deutscher Meister wurde mit den jungen Reitern und jetzt über Winter hat sich Sönke intensiv eben auf den Grand Prix Sport vorbereitet. Schaut man dann, warum hat er jetzt da geguckt? Ach, eigentlich ist es mir egal. Das macht den Charme dieses Pferdes aus, dass er eben die Ohren immer gespitzt hat. Jetzt auch dieser Mittelgalopp. Das ist noch kein starker Galopp.
Man sieht immer wieder die Schwebephase, nämlich der Galoppsprung. Er hat die Nase schön vor und jetzt ein schöner Wechsel, der nach oben gesprungen ist. Ja, Cosmo zeichnet wirklich und jedes Huhn begackert sein Ei. Aber was ihn wirklich auszeichnet, er ist ein unwahrscheinlicher Athlet. Es ist nichts Steifes an ihm. Und wenn Sie jetzt mal gucken, jetzt vor der Pirouette mal mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,5 Sprünge fast. Es ist eine hervorragende Pirouette, weil er die gewünschte Zahl, nämlich 8 Galoppsprünge rum braucht und nicht in 4 oder in 5 Sprüngen rumfällt. Also, wo wir einfach sehr glücklich mit sind, jetzt kommt ein kleiner Fehler, da ist er mal kurz umgesprungen. Man muss eins wissen, diese Lektionen sind zwei Lektionen. Das ist der starke Galopp und dann der fliegende Wechsel. Zwei Lektionen, der starke Galopp, da hat er natürlich leider jetzt Punkte verloren durch dieses kurze Umspringen. Aber wie gesagt, ein junges Pferd, jetzt auch eine sehr schöne Rechtstraversale gebogen und gestellt. Und jetzt nochmal die Sache, die sehr wichtig ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und raus auf der Linie. Und das muss ich sagen bei Cosmo, die P-Lektionen, Piaffe, Passage, Pirouetten, die auch sehr viel Gewicht haben. Jetzt auch die Zweierwechsel und über dem Boden abgesprungen, hinten weit durchgesprungen und mit gespitzten Ohren. Und er braucht fast die ganze Diagonale, obwohl er nur 7 Zweierwechsel springt. Daran sieht man die Qualität der Grundgaloppade, dass er eben Boden gewinnt und nach oben springt. Und jetzt die Einerwechsel. So, wie das Vorderbein rausgreift, das Pferd aber gerade bleibt. So, hier könnte man jetzt bemängeln, dass er in der Einteilung noch etwas mehr hätte runterkommen müssen. Aber Sönke hat clever geritten. Dort hat das Pferd vorhin gescheut. Und er hat gesagt, ich fange früh an, falls er wieder Angst kriegt, dass ich nicht meine Lektionen, dass er wenigstens die Anzahl zeigen kann. Genau. Und das sind solche Dinge, da kann man noch viel ausfeilen. Jetzt wieder diese sehr gute Trabverstärkung mit den gespitzten Ohren. Dritte verlängert. Und jetzt, wenn Sie jetzt sehen, wenn er auf die Mittellinie kommt, Sönke setzt sich jetzt gleich rein und wie er sofort das Vorderbein freikriegt und jetzt wieder in dieser hohen Kadenz, in der diagonalen Fußfolge. Er kann mit ruhigen Händen an die Hand rantreten. Das Pferd kann an die Hand rantreten, weil Sönke die Hand schön ruhig halten kann und durch den Körper schwingt. Ich glaube, und da müssen wir noch ein bisschen perfekter werden, dass er dann noch besser steht. Aber das Pferd hat heute alles richtig gemacht. Da weiß ich noch von Dr. Josef Neckermann, der dich trainiert hat, der hat gesagt, die Grußaufstellung ist die Visitenkarte, da müsst ihr richtig trainieren. Das heißt, da habt ihr noch eine Kleinigkeit zu tun. Da haben wir noch Kleinigkeiten. Ich muss eins sagen, das Pferd hatte heute 74% oder etwas mehr. Im starken Schritt, im starken Galopp dieser Fehler. Dann eben auch die zwei Grußaufstellungen leicht schief. Wir haben also noch Luft nach oben. Nichtsdestotrotz waren wir mit dieser Leistung schon sehr, sehr zufrieden und ich kann es jetzt im Nachhinein sagen, wer uns alles angesprochen hat, was für ein tolles Pferd und auch ein guter Reiter Sönke ist. Und man muss sagen, bei diesen ganzen Startern hier, es gab 3 Pferde, die 8 waren, er ist eins davon und er gewinnt das Ding. Also auf Vorholzklopfen, 1, 2, 3. Wenn alles gut läuft, hat Sönke mit diesem tollen Pferd eine ganz große Zukunft vor sich. Und da bedanken wir uns, dass auch der Papa so ehrlich war, bei allem Stolz, aber sehr akkurat das alles kommentiert hat. Dankeschön, Sven Rothenberger. Gern geschehen.